Heute am 3. November 2023 fand im Sonnenmarkt Oberpullendorf eine bedeutende Pressekonferenz statt, die vom Magister Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich und Landtagsabgeordneten Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, geleitet wurde. Die Pressekonferenz hatte das Ziel, die Öffentlichkeit auf die anhaltende Armutssituation in Österreich aufmerksam zu machen und die Bemühungen zur Unterstützung von bedürftigen Familien im Burgenland vorzustellen. Ja, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen. Es ist uns beiden wichtig, dass es Ihnen gut geht, dass Sie aber auch jetzt gleichzeitig den Herrn auch nicht gekannt, der Herr Grüner. Und wir haben genau über das geredet, wir sind hier nicht nur ein Sozialmarkt. Herzlich willkommen wieder bei uns. Bei der Eröffnung durften wir Sie ja alle begrüßen. Und es ist nicht nur die Schatzgrube, sondern es ist ein Kommunikationsort. Und wenn Sie jetzt zugehört haben oder vielleicht ein bisschen mitbekommen haben, was er erzählt hat, der ist alleine da, Frau aus Oberpullendorf gestorben, jetzt lebt er ganz alleine. Und für den ist es so wichtig, dass er hier mit jemand reden kann. Und das ist so wichtig, dass unsere Sozialmärkte und die Schatzgrube auch Kommunikationszentren sind. Das hat mich jetzt sehr imponiert, weil er gerade da war. Ich habe nur immer wieder gehört, dass er fast jeden Tag herkommt. Und das ist gut so. Herzlich willkommen also bei uns im Sozialmarkt, beziehungsweise in der Schatzgrube und in unserem Kommunikationszentrum in Kooperation. Und das ist uns auch wichtig mit der Keramikschule, die ihre Ausstellungsstücke da hat, weil wir natürlich auch mit jungen Menschen zusammenarbeiten wollen. Und damit bin ich eigentlich schon beim Thema. Ich darf heute zu meiner großen Freude, und es ist uns eine große Ehre, dass wir dich hier nach Oberpullendorf einladen durften. Ich wollte das nicht in Eisenstadt machen, sondern hier, um dir, und damit darf ich ihn begrüßen, unseren Bundesgeschäftsführer, beziehungsweise auch Direktor der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger, Magister Erich Fenninger, hier herzlich zu begrüßen. Danke. Er ist das Gesicht der Volkshilfe Österreich. Sie erleben das als Medienvertreter und Vertreterinnen sehr oft, dass einfach von der Volkshilfe Österreich sehr viele Kampagnen für die Menschen ausgehen. Und wir sind natürlich als Volkshilfe Burgenland komplett selbstständig, aber sind organisiert in Kooperation mit der Bundesgeschäftsstelle und sehr vieles, was dort entwickelt wird, aber auch sehr viele empirische Arbeiten und Daten und Fakten kommen dann auch von der Bundesgeschäftsstelle. Und dafür möchte ich mich heute im Rahmen der Pressekonferenz sehr, sehr herzlich bedanken. Ich werde mir erlauben, jetzt nachdem ich Sie begrüßt habe und kurz eingeführt habe, einige Sätze noch zum Thema unserer heutigen Pressekonferenz sagen. Und dann darf ich im Anschluss daran an den Herrn Bundesgeschäftsführer Direktor Erich Fenninger übergeben. Was uns heute hier zusammenführt, in Oberpullendorf sind unsere Gedanken, aber vor allem auch in Richtung Weihnachten. Ich weiß, dass es Ihnen so geht wie mir und Sie als Medienvertreter und Vertreterinnen sind ja noch viel mehr in den Medien ständig involviert. Es ist eine unglaublich schwierige Zeit. Wir haben viel erlebt schon, aber ich denke, so wie es jetzt in der Welt zugeht, weißt du gar nicht mehr, wie du dann einen Schlaf findest, wenn man sich die Berichterstattung täglich anschaut. Ich war beispielsweise jetzt mit dem Herrn Landeshauptmann 8 Tage in Amerika. Dort habe ich sehr viele Menschen erlebt, Sie dürfen nicht vergessen, bis zu 80.000, das ist ein Drittel der Bevölkerung bitte, hat das Burgenland verlassen, weil es ihnen so schlecht ging. Und die sagen heute, ja, wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir geblieben. Warum? Amerika natürlich noch immer das Land der Chancen, aber auch wenn es um Kranksein, um Arbeitslosigkeit geht, um die Pensionsvorsorge geht, insgesamt, also um ein soziales Gefüge, dann geht es den Menschen nicht gut. Das muss man klar sagen, wir haben dort sehr viele Gespräche geführt. Wie gesagt, es ist das Land noch immer der großen Chancen, der Möglichkeiten, aber wenn es dort jemand nicht gut geht, dann hat er ein Pech. Weil dann ist er weit weg vom Sozialstaat Österreich, dann ist er sehr weit weg auch vom Burgenland, wo wir Menschen auch in solchen Situationen nicht in den Stich lassen. Nachdem wir einige Tage wieder zurück waren, war ich dann Montag, Dienstag, wir sind am Mittwoch wieder zurückgekommen in den frühen Morgenstunden,
in der Ukraine. Wir haben dort wieder unser Partnerland Transkarpatien mit der Hauptstadt Uschgorod besucht. Ich als Volkshilfepräsidentin habe die Frau Rauscher, meine Assistentin, auch mitgehabt. Auch dort unglaublich. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Uschgorod ist zwar gleich sozusagen nach Ungarn und weit weg von Kiew, wo ich ja auch vor einigen Wochen war, aber natürlich rollt der Krieg und überrollt der Krieg alles. Vor allem aber auch, weil die Region Transkarpatien mit 1,4 Millionen Einwohnern 300.000 Flüchtlinge hat und sehr viele Kinder, und das habe ich als Hauptaufgabe für mich bei diesem Besuch gesehen, die Halbwaisen oder Vollwaisen sind. Die Waisenhäuser gehen über, die Kinder haben vieles nicht, was sie brauchen würden. Also egal wo, und wie gesagt, ich habe das die letzten 14 Tage auch so mitbekommen, ist Armut immer ein Thema. Und für mich ist heute auch ein Schwerpunkt, einfach, jetzt freuen sich die viele, viele Kinder schon auf Weihnachten. Aber was ist los in der Welt, was ist los bei uns? Weil es gibt genug, die keine Chance haben, sich auf Weihnachten zu freuen. Weil es den Menschen durch die Teuerungen, Corona haben wir auch nicht noch ganz bewältigt, einfach nicht gut geht. Und das wird der Schwerpunkt der heutigen Pressekonferenz sein. Vielleicht auch zwei Sätze dazu. Wir haben vor 2 Monaten, 15.09. hier eröffnet. Auch da bin ich sehr dankbar, dass Sie heute alle da sind, weil es noch immer viele Menschen gibt im Bezirk Oberpullendorf, die hier die Möglichkeit noch nicht nützen. Wir sind gut frequentiert mit beidem. Sie sehen, wir sind gut ausgestattet. Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit auch bei allen, wo wir Lebensmittel und Hygieneartikel abholen können für den Sozialmarkt. Die Schatzgrube läuft immer. Weil jeder von uns ist froh, weil eh jeder viel zu viel hat, wenn man das abgeben kann. Das läuft super, aber der Sozialmarkt, Sonnenmarkt, darf ich Sie einladen, auch darüber zu berichten, herzliche Einladung. Es ist gut, es läuft gut, die Menschen werden immer mehr aufmerksam und trotzdem wissen wir, dass viele Alleinerziehende, viele Arbeitslose, viele Mindestpensionistinnen und Pensionisten noch immer nicht wissen, dass es den Sonnenmarkt gibt, wo sie für 10 Euro für eine ganze Woche Lebensmittel einkaufen können, wo sie sonst viel, viel mehr bezahlen müssten. Also einfach auch als ein Angebot an den Bezirk Oberpullendorf, als an alle Menschen, die ihre Berichterstattung sehen, eine herzliche Einladung. Und ich kann nur wie jedes Mal auch betonen, dass es darum geht, dass hier kein Mensch sich scheuen soll. Das ist ja genau das, was wir machen wollen vom Land Burgenland, dass ohne Scheu die Menschen hereinkommen und sagen, hallo, da bin ich herzlich willkommen, da kann ich einkaufen, da kann ich günstige Weihnachtsgeschenke kaufen in der Schatzgrube und da kann ich für Weihnachten und auch jetzt die Zeit davor, kann ich gut auch im Sonnenmarkt Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen, die ich mir leisten kann, auch wenn ich nur Mindestpensionist bin. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist, wie gesagt, auch ein klein bisschen eine Bilanz. Und wir freuen uns über jeden, der noch dazukommt. Wir haben vor einigen Tagen auch Equal Pay Day, das war in der Berichterstattung gehabt. Ja, und als Burgenland freuen wir uns, dass wir jetzt an zweiter Stelle sozusagen, wenn österreichweit ab 31. Oktober die Frauen sozusagen kostenlos arbeiten, weil sie um das noch immer, nämlich um 2 Monate November und Dezember nachhinken im Einkommen. Wir haben in etwa eine Einkommensschere von 17%. Im Burgenland sind wir jetzt an zweiter Stelle. Unser Equal Pay Day fällt auf den 4. November und trotzdem ist die Einkommensschere viel zu groß und es ist viel zu schwierig für viele Frauen. Aber da bin ich sehr stolz. Ich habe heute auf der Genussmesse mit einem steirischen Aussteller geredet. Und der hat gesagt, also ich will essen, trinken, eine halbwegs Möglichkeit zu Hause in einem Zimmer zu wohnen. Ich weiß, dass du jetzt gleich sozusagen dazu sagst, dass auch warm ist. Jetzt kommt wieder die Zeit dazu, wo dann das eine oder andere Kinderzimmer nicht benutzt werden darf, auch im Burgenland, weil es dort kalt ist, weil dort nicht geheizt werden kann oder weil einfach nicht geheizt werden. Wir haben sehr, sehr viele Spenden und sehr, sehr viele Spenden ansuchen. Wenn ich früher im Schnitt 800 Euro in der Woche unterschrieben habe, weil wir müssen jeden Fall auch prüfen, dann sind es jetzt im Schnitt 1.800, um 1.000 Euro mehr. Und jeder Euro, den wir auszahlen, der ist geschützt.
Weil das wird alles vorher genau angeschaut. Warum? Teuerung. Warum? Menschen können sich immer weniger leisten. Das ist uns also ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt an dich schon weitergeben. Einer meiner Menschen, die ich sehr, sehr gerne zitiere, ist Nelson Mandela. Der war einfach und ist für mich einfach einer, da kann man nur schauen, und wenn man jetzt die Welt anschaut, was der damals zu Wege gebracht hat. Und der hat einmal gesagt, Armut ist nicht nur ein Mangel an Geld, sondern auch ein Mangel an Würde. Und das trifft voll. Wie geht es den Menschen, wie geht es dem Kind? Ich weiß, einer deiner Schlüsselsätze ist immer wieder, wenn du sagst, dass Kinder als Kleiner schon vom Kindergarten weg wollen, aber ab der Volksschule fängt es voll an, dass Kinder Lügen lernen müssen. Um einfach zu sagen, am Geburtstag kann ich nicht feiern, weil da ist meine Mama nicht zu Hause. Am Geburtstag bin ich nicht zu Hause, wir sind in Urlaub, der war noch nie Urlaub. Aber nur, weil er nicht einladen kann nach Hause. Und die soziale Isolation für Kinder ist ein Wahnsinn. Oder alle rennen in der Pause, sie ein Jausen kaufen, Day Home kann 2 Euro und 2,50 Euro jeden Tag für eine Wurstsemmel oder für irgendwas. Da müssen die schon wieder lügen, teilweise haben sie aber nichts mit zum Essen. Nein, ich mag am Vormittag nichts essen, hat mir jetzt ein Kind wieder mal erklärt, die wir am Nachmittag betreuen, in der Nachmittagsbetreuung, das tut schon weh. Wenn Kinder, anstatt dass sie eine Freude am Kindsein haben und am Erleben haben, dann der Schule haben und was weiß ich, dann lernen müssen zu lügen und Ausreden suchen, warum sie dann nicht mitmachen können oder keine Außen brauchen am Vormittag. Nein, ich esse dann zu Mittag. Zum Mittag gibt es meistens auch nichts. Und jetzt sage ich nicht, was der Herr Bundeskanzler gesagt hat wegen am Mittagessen. Ich darf weitergeben und nochmal meiner Freude Ausdruck verleihen, dass Erich Fenninger mit der Volkshilfe Österreich die Kindergrundsicherung entwickelt hat und überhaupt seine Gedanken dazu, um das darf ich bitten. Ja, erstmal danke für die Einladung, danke für Ihr Kommen, danke, liebe Verena, als Präsidentin, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, einerseits den neuen tollen Markt kennenzulernen, aber dabei zu sein bei einer Pressekonferenz. Wie wir dich kennen und schätzen und lieben, ist es ja immer, dass du aus der Sicht der Betroffenen sprichst und trotzdem grundsätzliche Themen ansprichst. Und deshalb möchte ich eigentlich beginnen, anders als ich mir gedacht habe, weil du den Mandela zitiert hast, und dass die Würde, sozusagen Armut die Würde verletzt. Man kann es auch anders sagen, dass man sagt, dass er eigentlich sollte die Würde des Menschen niemals angetastet werden. Aber wir leben in einer Welt, die die Würde tatsächlich der Menschen, die armutsbetroffen sind, antastet, verletzt. Ja. Und deshalb ist es ja auch der Gründungsfaktor der Volkshilfe, dass wir gegründet worden sind, um Benachteiligungen zu beseitigen, weil wir wissen, dass Menschen strukturell benachteiligt werden, um ein gelingendes Leben für alle Menschen herzustellen. Und wenn man anschaut jetzt den quasi schon fast Vortrag von der Präsidentin, dann sehen wir zum Beispiel, ja, Armut bedeutet oder wird ausgelöst durch zu wenig Gehalt. Und da gibt es schon einen Ansatz im Burgenland, also dass man einfach diesen Einkommensverlust in den niedrigsten Einkommensschichten, dass das unzumutbar war. In den letzten 30 Jahren sind die Löhne in den untersten Einkommensbereichen weltweit, auch in Europa und in Österreich, de facto nicht gestiegen. Wir haben auch, und das ist unerträglich. Ja? Und diese Ungerechtigkeit, der steht ja letztlich, oder die steht auf dem Fundament jener, die partizipieren. Also es gibt ja viele, die unerträgliches Einkommen bekommen. Also die CEOs zum Beispiel haben heute das Zigfache an Einkommen, wo es früher das 60-, 70-fache verdient haben von normalen Mitarbeitern ihrer Betriebe, verdienen es heute das 100-fache, also das einige 100-fache. Und diejenigen, die überhaupt nicht arbeiten gehen, nicht einmal CEOs, die leben aufgrund ihres Vermögens und werden eigentlich in einer Zeit der Pandemie, der Teuerung trotzdem nur reicher, also denen schadet auch nicht einmal die Inflation. Und das wird schon leider gemacht und das ist nicht naturgegeben und dagegen kann man was tun. Armutsvermeidung bedeutet Löhne rauf, zum Beispiel, um das zu unterstreichen, in dem unteren Einkommenssegment. Das Zweite, in meinem Aufwachsenprozess hätte ich mir nie gedacht, dass wir im 21. Jahrhundert nur immer einen Equal Pay Day haben. Also dass Frauen noch immer weniger bezahlt werden als Männer. Also das ist ja unglaublich. Also wir leben im 21. Jahrhundert, wir glauben, wir sind aufgeklärt und humanistisch
Und die Frauen verdienen in Österreich einfach tatsächlich weniger, obwohl sie dieselbe Arbeit machen. Also das ist unglaublich. Und das sind Dinge, die man ändern kann. Nur braucht es den Mut, radikal das anzugehen und durchzusetzen. Es ist auch übrigens unerträglich, dass so viele Femizide in Österreich sind. Also ich finde es wirklich auch erschreckend, dass noch immer Männer glauben, dass die Frauen in ihrem Besitz wären, dass sie im Haushalt ihnen gehören und wenn sie verlassen werden, dass sie ihnen Gewalt antun oder sie überhaupt umbringen. Also das ist zwar nicht heute unser Thema, aber es ist wirklich erschütternd. Und deshalb würde ich zusammenfassen und sagen, also diese Ungerechtigkeit sollten wir uns nicht gefallen lassen. Wir arbeiten dagegen als Volkshelfer und Volkshelferinnen, auch politisch ist es wichtig. Und Einkommen ist ein Thema zu erhöhen, vor allem insbesondere für die Frauen. Das ist alles Armutsprävention. Das erscheint mir wichtig zu sagen. Auch die Verteilung der Arbeit ist nicht unerheblich, dass sozusagen die Last der Arbeit und der Erwerbstätigkeit gerecht verteilt ist. Und jetzt möchte ich übertreten zu den Kindern, weil die Vorweihnachtszeit schon angesprochen worden ist. Das ist ja oft die Zeit der Wünsche, wo Kinder dann nach Halloween sich orientieren zum Nikolo, zum Krampus und dann zum Weihnachten. Und wo die Kinder dann halt beginnen, den Eltern ihre Wünsche zu präsentieren und die Zettel schreiben und schon abgeben, in der Hoffnung, dass die erfüllt werden. Das ist die Normalität für Kinder, die Eltern haben, wo die Kinder wissen, dass sozusagen scheinbar das Christkind kommt oder sie zu Weihnachten was bekommen. Die armutsbetroffenen Kinder äußern, wie wir sehen in der Studie, keine Wünsche. Weil sie wissen, dass die Eltern ihre Wünsche nicht erfüllen können. Und das ist schon bitter. Also die Kinder formulieren das nicht, weil sie wissen, dass die Eltern dafür das Geld einfach nicht haben. Und sie wollen sozusagen sie einerseits die Eltern nämlich nicht beschämen und gleichzeitig hat es auch keinen Sinn, etwas auszusprechen, wenn du weißt, dass das nicht erfüllbar ist. Und darunter leiden sie, aber auch die Eltern, weil die Eltern sagen oft, sie hätten es fast lieber, wenn die Eltern einen Baum aufstellen, weil dann könnten sie sagen, so, das geht jetzt nicht, als dass sie sozusagen alles akzeptieren. Also die einen stellen Wünsche und bekommen sie erfüllt und die anderen stellen nicht einmal Wünsche. Und wenn man wunschlos ist und keine Wünsche artikuliert, dann artikuliert man auch keine Interessen und dann bleibt man interessenslos und orientiert sich nur an die Existenz. Und das ist die armutsbetroffene Kindheit. Die wollen nicht werden, weil sie in Armut sind, weil sie wissen, dass ich will werden mit Geld verbunden ist und dass sozusagen die Bildung etc. nicht finanzierbar ist. Und deshalb sollten wir auch bei dem Punkt nicht das hinnehmen, die Kinderarmut, die bei 17% in etwa liegt, jedes fünfte Kind ist in Österreich davon betroffen, wir haben es schon gehört, haben wir ein Modell entwickelt, wo wir die Armut abschaffen können. Und ich glaube, mittlerweile ist es bekannt, dass das nicht nur ein Hirngespinst ist oder Utopie ist. Es gibt ein Modell, wie wir das tun können, das wäre die Kindergrundsicherung. Und die Kindergrundsicherung ist leicht erklärt, weil das ist ja auch ein Punkt, wo wir den sozialen und Wohlfahrtsstaat kritisieren, dass man nicht versteht, ja, weder die Betroffenen, nicht einmal die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oftmals das gut unterstützen können, weil er so kompliziert ist, vielleicht auch beabsichtigt kompliziert ist. Und in dem Fall wäre die Idee, jedes Kind, das in Österreich lebt, sollte einen Universalbetrag bekommen. Und der Universalbetrag sollte für jedes Kind einmal zunächst gleich sein, weil wir jedes Kind wollen, das in Österreich aufwächst, jeden Jugendlichen, und die sollen auch mitkriegen, ihr seid unsere Zukunft und ihr werdet sozusagen von der Gemeinschaft damit grundsätzlich anerkannt und unterstützt mit einem Universalbetrag. Das kann man sich vorstellen, ähnlich wie die Familienbeihilfe heute. Unser Vorschlag wäre, dass man die anhebt, weil wir auch die Politik erinnern sollten auf Bundesebene, dass die Familienbeihilfe heute weniger wert ist, deutlich weniger wert ist als vor 20 Jahren. Sie wurde faktisch nicht valorisiert, also deshalb würden wir sie auf 285 Euro anheben, dass die Familienbeihilfe vor 20 Jahren sozusagen heute denselben Wert hat für die Eltern in der Unterstützung der Kinder. Und dann hätten wir uns überlegt, dass wir einfach die Kinder, die in armutsbetroffenen Haushalt aufwachsen, die einfach nichts dafür können, dass ihre Eltern
wenig haben, nichts haben, dass die anders und zusätzlich unterstützt werden, nämlich einkommensbezogen. Die Kinder kennen nichts dafür, dass die Eltern wenig verdienen, dass sie vielleicht behindert sind, dass sie erkrankt sind, dass sie vielleicht aus der Arbeit rausgeflogen sind, weil sie das einfach nicht bewerkstelligen können. Und die sollten einen einkommensbezogenen Betrag bekommen. Und den sollten sie in einer Höhe bekommen von dazu nur rund über 500 Euro, 600 Euro, damit die Kinder von den Eltern, die wenig haben, genauso unterstützt werden können, dass sie Wünsche stellen können, dass sie Interessen formulieren können, dass sie in der Schule nicht nachschauen müssen, wann der Bus davon fährt und sie dann bei der einwöchigen Schulveranstaltung nur noch das Nachsehen haben, dass die genauso vielleicht eine Nachhilfe bekommen, um in der Schule sie entwickeln können. Das ist die Idee und das würde einen Riesenwandel darstellen in Österreich, wenn man uns das ausgerechnet. Wir könnten die Kinderarmut sozusagen auf Null setzen. Von diesen knapp 17% würden mathematisch, rechnerisch nur 2% überbleiben. Das ist statistisch, also auch die hätten deutlich mehr Geld. Also man kann so gut sagen, Kinderarmut wäre abgeschafft und sogar die Armutsquote der Erwachsenen würde sie minimieren. Das ist unser Vorschlag und mittlerweile sind wir froh, dass wir als Volkshilfe in Österreich von verschiedensten unterstützt werden, nicht nur von Medienvertreterinnen, von der Wissenschaft sowieso, von der Sozialarbeitswissenschaft natürlich insbesondere, aber dass viele Elternvereine, Mütter, Väter, Omas, Opas das unterstützen, sodass wir glauben, dass wir eine Mehrheit einfach zusammenbringen. Das ist unsere Idee, eine Kindergrundsicherung durchzusetzen, um die Kinderarmut in Österreich abzuschaffen. Und ökonomisch gesehen würde alles ja an Geld, was dort ausgegeben wird, an die Kinder ja wieder sofort rückflüssen in den Staat durch den Kauf der Dinge, die die Kinder dann und die Eltern vornehmen würden. Und wir hätten damit auch weniger Gesundheitskosten. Wir kriegen das sozusagen als Gesellschaft wieder zurück und es wäre die richtige Investition in die Zukunft. Und Gratulation zu dem tollen Sonnenmarkt, zu dieser wirklichen Schatztruhe in Oberpullendorf und euren Kolleginnen, die da tätig sind, finde ich hervorragend. Das ist echt einladend, einladender als so mancher anderer Markt. Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt darf ich Sie natürlich herzlich einladen, dass Sie Fragen stellen. Etwas, was man normal nicht tut, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich schlechte Manieren habe. Ich würde gerne die erste Frage stellen, nämlich sozusagen nur, um einfach die Diskussion anzuheizen. Es gibt ja, ich glaube, dass es nichts gibt, was gegen die Kindergrundsicherung spricht. Und trotzdem versuchen es ein paar mit dem Argument, da wäre ich auch gefragt, weil ich natürlich dafür stehe, weil das genau hilft, genau das hilft. Ja, was kann man tun oder wie stellst du dir das Volkshilfe Österreich vor, dass das auch bei den Kindern ankommt? Weil das ist immer so die Reizfrage, na, dann kommt's aber, dann geht der Papa, entschuldige, wenn ich provoziere, dann wieder das nächste Bier kaufen. Genau. So bin ich schon gefragt worden. Ja. Jetzt weiß ich, was ich zu antworten habe, aber darf ich dich bitten, auch für die Medien diese Frage zu beantworten? Ja, gern, weil das ist in der Tat, denke ich mal, ein Punkt, der kommt. Es kommen ja nicht viele Kritikpunkte, aber das ist eine der Fragen, die kommt. Und also man kann ein paar Sachen dazu sagen. Erstmal lieben armutsbetroffene Eltern ihre Kinder genauso wie alle anderen. Also das heißt, die Grundbewegung ist immer der Menschen, die Kinder haben, zum Glück, sage ich, aufs Kind bezogen. Das Zweite ist, dass wir aus der Forschung sehen, ob das in Österreich ist, Deutschland ist, England, also Europa ist und UK oder Amerika, dass die Eltern, wenn sie unterstützt werden finanziell, damit das Kind unterstützt wird, dass das Geld beim Kind ankommt. Das ist die Regel. Jetzt kennt man vielleicht dort oder da einen Ausreißer, das mag schon sein. Vielleicht kennen wir den auch, wo jemand wohlhabend ist und trotzdem auch die Kinder nicht ausreichend unterstützt. Solche Menschen gibt es ja auch, nicht nur in dem Segment. Aber grundsätzlich wissen wir, dass das ankommt. Und aus der Sozialarbeit kann ich ja sagen, ich habe noch nie
seitdem ich berufstätig bin, war noch nie in armutsbetroffenen Wohnungen, wo zum Beispiel die Kinder den schlechteren Platz gehabt hätten als die Erwachsenen. Das habe ich noch nie erlebt. Ja. Also man orientiert sich aufs Kind. Aber ich will schon zum Punkt kommen. Es kann sein, ja, dass es rund 3% gibt an Eltern, die multiple Probleme haben, wo ja vielleicht auch andere Themen, Vernachlässigung und so weiter, das ist ja ein anderes Blatt, ja. Das ist nicht Armut. Ja. Weil es gibt ja Kinder, die auch fremd untergebracht werden, die vielleicht wenig Geld haben, aber es wird ja niemand fremd untergebracht, kein Kind, wenn es nicht vernachlässigt wird. Also das ist ein anderes Segment. Aber die Kinder, wo wir sehen mit der Kindergrundsicherung, es kommt nicht an, dort wird die Sozialarbeiterin im Bezirk, wir haben ja das in jedem Bezirk, den Kontakt aufnehmen mit den Eltern und den Kindern und dafür Gespräche führen und dann werden von den 3% vielleicht 1% überbleiben und das Prozent, dort müssen wir dann halt vielleicht ja. Zum Beispiel die Zahlungen an die Schule übernehmen über die Sozialarbeit, ja, oder die Nachhilfe von dort finanzieren, damit das wirklich ankommt. Aber wir müssen nicht, um es zu Ende zu bringen, 100% der armutsbetroffenen Eltern entmündigen, weil vielleicht 2-3% Schwierigkeiten haben damit. Da ist es besser, gezielt dann diese 1,5% auf direkt Unterstützung zu gehen und nicht über die Eltern. Es darf auch keine Ausrede sein und ich lasse das auch nicht zu. Warum? Ich habe genug Erfahrung, 19 Jahre in der Regierung, fast 5 Jahre Landtagspräsidentin, und ich war da immer konfrontiert, vor allem, das sage ich jetzt auch mit Stolz, dass wir heute im Kindergarten, in der Kinderkrippenausbau so weit sind. Das war in erster Linie wirklich der vorige Landeshauptmann und meine Wenigkeit, weil das einfach das Credo für uns war. Und da gab es Eltern, da gab es auch Menschen, die gesagt haben, dann müssen wir das jetzt alles gratis machen. Und da gab es auch ganz, ganz, ganz wenige Eltern. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben pro Jahrgang 2.500 Kinder. Das ist fast so fortgeschrieben die letzten Jahre. Da ändert sich kaum was, ein paar weniger und ein paar mehr. Aber ungefähr 2.500 Kinder kommen bei uns zur Welt, die dann auch bei uns zum Großteil wohnen im Burgenland. Und da hat es damals geheißen, ja, aber wenn der jetzt nichts für die Kinderkrippe zahlen muss, ist das eh fair und so weiter. Ja, da hat es 1% gegeben, die das Geld gekriegt haben und nicht dem Kindergarten gegeben haben. Was habe ich gemacht? Das kannst du jederzeit. Und daher ist das kein Argument. Das fällt sofort auf, wenn es beim Kind nichts bessert. Volksschule vor allem, da zahlen sie ja alles. Die Lehrer wissen alles. Man fällt das sofort auf, wenn das Geld beim Kind nicht ankommt. Was habe ich gemacht? Wir haben einfach den Eltern, da hat der Kindergarten zurückgemeldet, hallo, ich habe mein Geld nicht bekommen, das sozusagen die Verena Duns als Familienlandesrätin ausbezahlt hat. Und dann haben wir einfach dem Kindergarten das Geld selbst gegeben. Und damit waren wir vorbei bei den Eltern. Aber ich schwöre es Ihnen, ich kann es belegen, das waren nie mehr als 99% der Eltern waren super und haben diese Chance kapiert. Damit ist mehr Einkommen in die Familie gekommen. Bitte ungefähr damals zu den Zeiten schon 2.000 Euro pro Jahr. Und das ist jetzt auch schon lange her, seit 2009, damals wird das eingeführt. Und nur 1%, die haben aber sonst auch Probleme gehabt, so wie du das richtig sagst. Da ist nicht nur um Armut gegangen, sondern um Partnerschaftskrieg in der Ehe. Oder viele andere Dinge, Verschuldung bis zu den Ohrwascheln. Und da sind wir sofort aufmerksam gemacht worden. Und dann haben wir sofort auch natürlich Unterstützungssysteme hineingeschickt. Weil da gehört das aufgeräumt, weil warum hat das so das Kind ewig leiden darunter? Weil es ist dann eh so, dass dann die multiplen Probleme in dieser Familie dann auch zu bearbeiten sind. Also überhaupt kein Thema, nur billige Ausrede. Die Kindergrundsicherung ist das Einzige, das Kindern und Jugendlichen hilft. Und es wird höchste Zeit. Und natürlich kann man auch darüber diskutieren, Familienbeihilfe, wie oft habe ich das gefordert bei bundesweiten Sitzungen. Das geht ja nicht. Jetzt haben wir nichts, die Löhne sind kaum valorisiert worden. Die Teuerung, die Inflation bis daher und die Löhne sind kaum höher geworden. Und was mich zu rasch gebracht hat als Feministin war, wenn sie dann jemand hinstellt und ich zitiere jetzt nur, sie haben das alle gehört und sagen, Jesus Maria, der Handel hat es eh so schwer und die Wirtschaft. Und jetzt soll ich die Einzelhandelskaufleute, 90% Frauen, soll ich denen jetzt einen höheren Lohn geben? Das rechnen sie fürs Unternehmen nicht mehr.
da war es bei mir aus mit Gaudi. Weil das sind eh die so viel arbeiten müssen, schauen wir unsere mal an, und wenig verdienen, weil der Kollektivvertrag noch immer niedrig ist. Und dann zu sagen, wo der Handel aber solche Spannen hat, wo sie nicht wissen, wo sie die Steuern anlegen, wo sie Steueroasen auf der ganzen Welt suchen, zu sagen die Einzelhandelskaufleute, na, die können wir jetzt keinen Euro mehr geben bei den Löhnen, na, das ist wirklich das Letzte. Weil je weniger die verdienen, desto schlechter geht es den Kindern und den Jugendlichen. Weil dort schließt sich die Schere ja jedes Mal. Ja, meine Damen und Herren, also das kann nur Ausrede sein. Und die Familienbeihilfe ist nie erhöht worden. Ein einziges Mal, und das so marginal, dass das lächerlich ist. Nur weil die Bundesländer das gefordert haben. Also die Familienbeihilfe hat man versäumt, einfach zu valorisieren. Das ist ein Witz, weil es kostet alles viel, viel mehr. Wie stellst du dir das vor, dann auch, die Familienbeihilfe würde ja dann wegfallen und die 285 Euro sind ja weitaus mehr als die Familienbeihilfe. Wie schaut das dann auch aus, weil da haben wir als Burgenland ja auch einen eigenen Schritt gemacht, beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, da kann sich ja die Mama oder der Papa jetzt voll anmelden, beim normalen, Gott sei Dank, bei unserem Nettolohn von 2000 Euro. Aber wie schaut das dann aus in deiner Kindergrundsicherung? Wie kriegen dann beeinträchtigte Kinder mehr, was sie jetzt schon kriegen durch die erhöhte Familienbeihilfe? Also prinzipiell, also wollen wir das noch weiterentwickeln mit den Eltern von behinderten Kindern bzw. behinderten Organisationen. Generell ist mir klar, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, dass die Kinder, die behindert sind, nicht verlieren dürfen. Das heißt, die erhöhte Familienbeihilfe, sagt man jetzt, ne? Also dass es die gibt, halt, wo der Universalbetrag erhöht wird. Und wir versuchen jetzt auch mit Organisationen, mit Behindertenorganisationen, da nochmal ein Modell zu entwickeln, um eine Besserstellung von den Kindern mit Behinderungen zu bekommen, weil es da einfach von der Einstufung her etliche Eltern einfach ein Problem haben, weil es zu wenig ist. Also das ist die Idee, prinzipiell das zu verschieben, genauso aufzusetzen und vielleicht auch zu erhöhen. Und da arbeiten wir gerade mit anderen Organisationen. Ja, wichtig ist, mit Menschen zu arbeiten, und das tust du ja ständig, die aus der Branche kommen und wissen, um was es geht. Ne? Meine Damen und Herren, verzeihen Sie nochmal mein schlechtes Benehmen, dass ich jetzt selber Fragen gestellt habe. Jetzt sind höchste Zeit Sie dran.